Wir haben uns mit einem ziemlich interessanten Datensatz beschäftigt dieses Wochenende, und zwar dem des Refugee Facebooks. Das Refugee Facebook ist ein Projekt, das tatsächlich von Mitgliedern der Open Knowledge Foundation hier in Berlin gestartet wurde. Und zwar, es ist relativ simpel, es sind ein paar Tabellen im Internet, die können von jedermann bearbeitet werden und sie enthalten die wichtigsten Wendungen, die Flüchtlingen hier im Alltag das Leben erleichtern sollen, in ihren Originalsprachen und in EU-Sprachen, die hier verwendet werden, also Deutsch, Englisch etc. Nun haben wir aber das Problem gesehen, dass diese Datensätze sehr schlecht encodiert sind, also man kann sehr schlecht darauf zugreifen oder irgendwie Anwendungen programmieren, die damit was anfangen können. Deswegen haben wir gedacht, wir konvertieren das mal in ein bisschen besser lesbare Formate. Ja, da wir ja diesen Nutzen dann auch angesehen haben und im Endeffekt dann die Datei umwandeln wollten, haben wir uns gedacht, dass wir das Ganze in XML-Format bringen und so unterschiedliche Phrasen und Wörter kombinieren können. Leider war das nicht so leicht, wie wir uns das anfangs gedacht hatten. Und wir mussten dann im Endeffekt auf eine wissenschaftliche Statistik-Engine zurückgreifen. Die heißt Pandas und wir haben es dann im Endeffekt in Python geschrieben und die Daten so analysiert, dass wir dann am Ende auf ein gutes Dateiformat gekommen sind, das man dann auch später in einer App bzw. Website verwenden kann. Und wir haben diese Web-App und die Webseiten so gestaltet, dass Leute, die empfindlicher auf helle Farben reagieren, auch eine dunkle Gestaltung haben können. Das ist einfach nur dafür da, weil einige Leute es nicht leiden können, wenn sie auf was Helles achten. Genau, wir haben also zwei Webseiten erstellt, das sind zwei Prototypen und wir können auch schon dort ein Beispiel sehen. Genau, dort kann man die Sprache im oberen Teil auswählen. Dann ist da eine Tabelle mit den Symbolen und dann wird dann nochmal erklärt, was sie bedeuten. Genau, wir haben auch noch was Zweites vorbereitet. Genau, und hier ist im Prinzip dasselbe. Oben kann man die Sprache auswählen, dann wird dann nochmal erklärt, was ist dieses Projekt überhaupt und unten nochmal Symbol und Bedeutung der Symbole. Wir haben dann noch eine Web-App geschrieben oder was heißt geschrieben, angefangen zu schreiben, weil am Ende soll das Ganze ja auch letztlich den Flüchtlingen zugutekommen. Und eine Web-App ist, finde ich, das geeignete Format dafür, weil wenn man das im Alltag braucht, dann ist das Smartphone immer in der Tasche. Das habe ich auch bei Flüchtlingen, die ich kenne, gemerkt. Jeder hat ein Smartphone. Von daher denke ich, das ist einfach am nützlichsten. Hier haben wir einen kleinen Prototypen, der leider noch nicht funktionsfähig ist, aber man sieht, wohin das Ganze geht. Vielen Dank. Das Refugee Facebook. Habt ihr da auch etwas gelernt, was ihr jetzt sagen könnt? Eine Phrase? Oder wart ihr so mit den Daten beschäftigt, dass das sozusagen alles... Okay, der Datenwust war so schlimm, da war keine Zeit, noch extra eine neue Sprache zu lernen. Vielen Dank.